herzlich willkommen zurück bei einem neuen Teil von Far Cry 4. Wir sind letztes Mal, glaube ich, ganz genau hier stehen geblieben. Moment, da unten die Leichen. Hey, geil, Loot. Anscheinend ging hier ein bisschen die Post, als wir gerade weg waren. Ich rieche Blut. Mich auf. Brauchst du einen Tampon? Ah, der war grauslich. Entschuldigung. wir haben gestern Superbad gesehen. Und ich habe mich so abgehauen über diese Szene. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Auf jeden Fall tanzt irgend so ein Dicker von der Gruppe mit so einer halbwegs besoffenen, geilen Uschi und kriegt nicht mit, dass die Alte die ganze Zeit seine Hose mit Riegelblut vollhaut. Wah! Grindig hoch 10. Super witzig. Könnt ihr euch gerne mal ansehen. So, wir versuchen jetzt mal den Außenposten hinten zu kriegen. Warum? Achtung. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Mann! Jungs, könnt ihr hier nicht einmal alleine irgendwas schaffen? Oh. Geht doch. Was ist denn daran so schwer, einen Wildschwein umzubringen? Mann, seid ihr ein paar Pussys, echt? So. Wieso kann ich denn nichts klauen? Ein Danke wäre auch mal lieb. Ich hab dir gerade das Leben gerettet. Oh oh. Oh oh. Ich seh dich. Hallo. Oh oh. Wo einer ist, sind meist noch mehr, oder? Das sind ja Rudeltiere. Schnell weg. Ein Gleiter. Wir sind noch nicht Gleiter geflogen. Hm? Oh, ein dicker Bubsbär. Hallo, Bubsbär. Willst du mein Freund sein? Oh Gott, diese Seitenwaffe, Pumpgun, ist verdammt mächtig. Auf nahe Entfernung. Immer eine gute Alternativwaffe, wenn es mal günstig wird. Und wir looten hier extremst viel Zeug. Hallo, Blümchen. Wow, es sieht einfach so unfassbar geil aus, dieses Spiel. Es ist wirklich Far Cry 3. Einiges geiler. Hallo? Jo. Alter, schaut euch das mal an. Ist das nicht irre? Geil, oder? Oh, da drüben ist unsere Mission. Pumpen. Aber wir holen uns erst den Außenposten, der dort drüben ist. Und zwar versuchen wir das jetzt mal mit dem Gleiter. Hoffentlich fällt er jetzt diesmal nicht runter. Irgendwie hatten wir das letzte Mal das Glück, dass wir den wegschieben und er runterfällt. Oh, geil! Jawoll! Alter, Leute. Ist das geil oder ist das geil? So geht's natürlich schneller zum Außenposten. Müssen wir uns nur überlegen, wie wir den nachher einnehmen. Geil, ich kann im Gleiter auf den Wingsuit wechseln, das ist ja auch geil irgendwie, ne? Okay, wir werden das, glaube ich, hier über die rechte Seite machen, weil wir über die linke Seite gar nicht hochkommen. Soweit. Schade eigentlich. Dann springen wir hier mal raus. Super. Das war doch eine geile Reise. Dann nähern wir uns mal den Außenposten. Aber pssst, ganz leise. Damit die uns nicht hören. Wir wollen nämlich viel XP bekommen dafür. Weder gesehen werden. Alter. Wow. Ist das geil, oder? Geile Sache. So. Dann werden wir uns jetzt mal ein Bild von oben machen, ne?
durchatmen und hoffen, dass wir jetzt nicht komplett versagen. Okay, da haben wir schon mal den ersten Spaßvogel. Wie geil der da sitzt. Geil wäre natürlich, wenn die irgend so einen Tigerkäfig hätten oder sowas. Also ein Tierkäfig. Da haben wir den nächsten. Wir klettern jetzt voll. Ah, das klingt doch schon mal gut. Oder werde ich jetzt gleich angegriffen? Okay, wir markern mal alle. Drei kommen mir ehrlich gesagt ein bisschen wenig vor. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir nur drei Gegner rumhocken. Ah! Wow, warum? Hoffentlich haben uns die Typen vom Außenposten jetzt nicht gehört. Beschissener Leopard oder was immer du bist. Mann! Oh! Da stirbt man ja tausend Tode. Was soll denn das? So eine Rotzfrechheit, echt. Na gut, machen wir mal den ersten kalt. Der geht hinten nämlich schön spazieren. Steht der draußen schon? Ja. Ah, ein Ab. Fuck! Oh, Scheiße! Wir hören mal zu, dass wir hier wegkommen. Ich hoffe, dass sie keinen Alarm auslösen. Okay. Kommen die jetzt her? Nee, MS-16. Ist jetzt super spannend für euch. Lalalala. Hey, ist da jemand? Zeig dich! Psch, 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 psch. Wo versteckst du dich? Psch, 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 psch. Oh, Scheiße. Okay, geht wieder auf eure Posten, ihr habt nichts gesehen? Jawoll. 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 So wie es aussieht, sind hier insgesamt nur drei Gegner. Einen habe ich gerade auf der Minimap irgendwo gesehen. Scheiße! Geht mit Deckung! Schweilung! Okay, erwischt. Haben wir noch zwei Spaßvögel? Tut weh! Tut weh, sagt er. Was tut weh? Das Sterben? Nur ganz kurz. Nein, jetzt wurde ich noch entdeckt. Wir wollen nicht entdeckt werden. Alter, das gibt's doch nicht! Kopfschuss. Hä? Hä? Okay, wir brauchen Verstärkung. Die Verstärkung ist so gut wie da! Jawohl! Das haben wir doch ganz gut gelöst. Du wolltest Hilfe? Ziemlich genug eigentlich, aber egal. Sehr gut. Ein Außenposten mehr für uns. Nein, nein, ich will meine Waffe bald. Danke. So. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wo ist hier die Kiste? Da. Natürlich nehmen wir erstmal wieder alles aus, was geht.
Ah, die hatten wohl eine Geisel oder sowas. Klingt jedenfalls halbwegs so. Hallo, Freunde. Oh Gott. Ich höre einen scheiß Bienennest. Wie ging das nochmal? So, genau. Wie konnten wir das werfen? So. Okay. Damit haben wir die Propaganda weggemacht. Hoffentlich greifen uns die Typen jetzt nicht an. Greift uns an. Nein, wenn du mich rettest, töten die mich. Hallo, was ist mit dir? Eine geheime Kulthöhle wird als Modell genutzt. Setzen diesen blasphemischen Aktivitäten ein Ende, indem du die Geisel befreist und ihren. Geh weg, bitte. Ja, das machen wir gleich. Klingt doch cool. Ist so eine liebe kleine Aufgabe. Wir haben uns eine neue Spezialwaffe freigespielt. Verkaufen jetzt erstmal den ganzen Plunder und kriegen ordentlich Kohle dafür. Dann schauen wir nochmal nach, was das kann. Einzigartiges. Freigespielt. Der Rebel. Ist sicher eine Seitenwaffe. Nee, kann man überall tragen am Gurt. Okay. Wollen wir die eigentlich mal wieder auswählen? Statt unser ML-16-Dingsbums da? Den Shredder hätte ich ganz gern, der ist relativ geil. Da brauchen wir noch 3 Karma-Level für, das ist relativ viel, leider. Die mit dem Schalldämpfer hätte ich auch gern. Da müssen wir noch 3 bewaffnete Eskorten und Buschwände auch dazu. Da ist meine Lieblingswaffe. Oh! Okay, wir kaufen uns mal so ein paar Karten hier. Damit wir alles schön freigespielt haben auf der Karte. Meins. 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 Oh, nicht mehr genug Geld. Nicht so wild. Die töten mich, wenn ich fliehe. Baldo. So. Nein. Was sagt die Zeit? Wenn du mich rettest, töten die mich. 12 Minuten haben wir schon. Na gut, dann machen wir doch schnell die Aufgabe hier. Als ich mit den Soldaten schlafen musste, sagten sie, sie töten uns, wenn wir weglaufen. Freundinnen von mir sind noch gefangen. Du musst sie retten. Mach ich gerne. Das werde ich. Sieh dir die Haut ab! Okay. Da unten ist der Ort. Dann werden wir denen jetzt mal helfen. Wir sind ja hier der Gute im Spiel. Gerade angekommen, um die Asche seiner Mutter zu verteilen. Wir haben hier in einen riesen Konflikt reingeworfen. Aber uns stört das nicht, denn wir sind Superheld. Superman. Also. So. Schauen wir uns mal an, wo die sind. Genau. Hoffentlich kommt jetzt hier nicht wieder so eine böse Mietzelkatze, die uns auffressen will. Okay. Kann unsere Sache gerade von oben werden, so wie es aussieht. Rette mindestens 2 Geiseln. Alter, hier geht's runter. Scheiß mich an, das ist geil. Alter, wie geil ist denn das bitte? Das Level-Design ist ja ein Wahnsinn hier. Jetzt müssen wir nur irgendwie reingucken, dass wir hier nicht sofort in die Gegner reinspringen. Die werden natürlich die Geiseln töten. Nein, nein! Vorsicht ist die Mutter der Porzellan. Nein! Scheiße! Das lief ja natürlich super gut. Oh Mann. Vorsichtig, leise. Okay. Ich glaube, wir werden es jetzt mal so versuchen, dass wir hier einfach runtergehen. Genau, alles wird wieder gut.
Alter, Jungs, das war doch mal ein richtig nice Move. Echt. Fuck, wie hab ich denn das geschafft? Oh, geil. Okay, der pennt hier. Der nicht. Was zum? In den Popsch. Entschuldigung, der Husten ist immer noch da. Relativ nervig. Gleich mal. Wo ist der Letzte? Geil. Du hast mich gerettet. Danke. Jawohl, alle befreit. Aber der erste Takedown, der war ja wirklich richtig nice. Geile Sache, ey. Geh mal weg da, du blöde Geisel. Wir brauchen doch Loot. Ah, ich will meine Waffe zurück. Geil. Das sah echt richtig geil aus. Ich dachte erst, wir erwischen die Geisel, aber Glück gehabt. AJ, ich habe gehört, dass du hier einige Geiseln befreit hast. Ja. Danke für deine Hilfe. Aber es gibt noch so viele, die gerettet werden müssen. Alter, jetzt ist aber auch mal gut, seid mal ein bisschen dankbar und verlangt nicht immer mehr, mehr, mehr. Ich kann auch nicht hexen, Mann. Okay. Gibt's da noch irgendwas? Schauen wir uns mal die Herstellung an. Da können wir wieder einiges machen. Oh, sehr geil. Köcher. Juhu. Köcher, immer gut. Oh Gott, Honigdachsfell. Wir haben letztens ewig gesucht, um diesen Typen zu finden. Also den Typ. Den Honigdachs. War gar nicht so einfach. Und hier kann mich doch irgendwo was freispielen. Das da könnten wir uns freispielen. Was ist das hier? Erhöht er die, du unter Wasser bleiben kannst. Das hätte ich gern. Das heißt, wir warten noch 75 XP-Punkte ab. Dann können wir uns das holen. Relativ wichtig für einen Scharfschützen, dass man halbwegs lange die Luft anhalten kann in diesem Spiel. Genau, dann schauen wir mal, wo wir jetzt hingehen. Unbekannter Ort. Waren wir da nicht gerade vorhin schon? Oder sind wir da gestorben? Na, gehen wir einfach mal hin. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Hallo, Zieger. Bäh. Bäh. So. Wo kommen wir zu diesem unentdeckten Ort? Zu Fuß. Immer eine gute Idee. Oh oh. Ich höre doch da schon wieder jemanden schreien. Wo? Wo denn? Da. Tierangriff. Okay, dann brauchen wir unseren Schrot. Oh, Scheiße. Alle drei auf einmal. Wir sind cool. Oh, hat jetzt seine Waffe weggeworfen? Nee. Trotzdem Punkte für Karma-Level gekriegt, obwohl wir die alte umgebracht haben. Ups. Da funktioniert irgendwas im Karma-System nicht richtig anscheinend. Oder der Gedanke zählt. Gehen wir einfach mal davon aus, dass der Gedanke zählt. So, wie kann ich denn das freischalten, dass das Fragezeichen da weg ist? So, okay. Okay, ich habe gerade irgendwie Angst. Wir können nichts dagegen tun. Ihr seid friedlich, oder? Ja, klar. Hallo, Freunde! Loot! Danke! Amita und Zabal werden unsere heiligen Stätten beschützen.
Okay. Lass mal. Lass die mal machen, ne? Hier geht's noch tiefer rein. Bis zu einer Wand. Mist. Das war schon alles? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da geht's hier irgendwo. Da liegt doch was. Da hinten. Sehe ich doch. Erinnert mich nicht. Ihr wolltet mir das also vorenthalten? Diese wunderschönen Pilze? Ja. Alter, zwei Truhen, das war's? Das ist ein Witz, oder? Naja, man kann nicht alles haben. So. Dann holen wir uns hier noch das Blättchen. Schön. Und das Rote auch noch. Was stand da gerade? Also, geh nochmal zu dem Händler hier. Bleib stehen. Ich will dir was abkaufen. Komm her. Komm her. Glockenmann. Ich werd zu alt für diese Scheiße. Alter, das ist so krass, wie schnell man hier Kohle machen kann. Kaufen wir uns noch ein paar Karten. Ich weiß zwar nicht, ob das wirklich was bringt jetzt, wenn wir uns die anschauen. Aber wir haben fast alle. Jetzt schauen wir doch mal auf die Minimap einfach. Im Grunde müsste doch hier jetzt alles so freigeschaltet sein, oder? Ja, das sieht doch gut aus, würde ich sagen. Oh, geile Sache. Dann können wir uns ja demnächst mal auf eine kleine Schatzsuche begeben, oder? Maske von Nihalung brauche ich, um meine Lieblingswaffe irgendwie freizuspielen. Oh Gott. Da haben wir noch einiges zu tun. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. Karte ist... doch nicht fast aufgedeckt, aber wir haben schon ein bisschen was geschafft. Ein Drittel vielleicht. Sehr geil. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Liebe Leute, schauen wir uns einmal den Händler an. Bringt mich jemand um. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Schön mit Ö, Türe. Warum eröffne ich keinen Laden? Schauen wir mal.